Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Kollegin Schill-Hanick, für die absolut passende und angebrachte feministische Kritik an Burschenschaften, die hier auf jeden Fall mit in die Debatte reingehört. Wieder einmal behandeln wir das Thema Burschenschaften in Berlin. Ich möchte an dieser Stelle den Kolleginnen der Fraktion Linke dafür danken, dass sie das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Heute ist der Innensenator und Sangesbruder Henkel ja ausnahmsweise mal anwesend, sodass das Thema auch besprochen werden kann. Man könnte fast glauben, er fürchtet sich vor dem Thema. Zuletzt haben uns ja die seltsamen Männer im bunten Wichs beschäftigt, als die CDU vehement versuchte, den damaligen Staatssekretär Bügel im Amt zu halten, der als strammer deutschnationaler Gote ja offenbar nicht so viel vom Grundgesetz hielt. Anders kann ich mir sein Festhalten an der Mitgliedschaft in der völkischen Gotia nicht erklären. Da hilft dann kein Zetern und kein Maulen. Die Burschen aus dem Dachverband Deutsche Burschenschaft lehnen das bundesrepublikanische Grundgesetz ab. Wer am völkischen Nationalbegriff festhält, kann nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Aber so etwas politisch zu bewerten, ist des Innensenators Sache ja offenbar nicht. Die jungen Männer driften zumeist am Beginn ihres Studiums in das burschenschaftliche Milieu ab. Ihnen werden eine preisgünstige Unterkunft, Kontakte in Politik und Freibier auf Lebenszeit versprochen. Wer Mitglied wird in einer Burschenschaft, Sängerschaft, Turnerschaft oder wie sie sich auch immer schimpfen, möchte einen Bund auf Lebenszeit eingehen. Und wie das Verhalten des ehemaligen Staatssekretärs Büge zeigt, wird dieser Lebensbund höher geschätzt als ein demokratisches, politisches Amt. Und das, Herr Oberg, ist es, was Burschenschaften relevant für dieses Haus macht. Wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Jemand tritt zu Beginn einer möglichen Karriere diesem Männerbund auf Lebenszeit bei, kommt in Amt und Würden, pflegt weiterhin seine Verbindungen in seine Burschenschaft und die Öffentlichkeit erfährt davon nichts. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Burschenschaften auch nicht sonderlich transparent mit ihren Mitgliederlisten umgehen. Wer weiß schon noch, dass unser geschätzter Innensenator gemeinsam mit seinem großen Paten Klaus Landowski Mitglied der Berliner Sängerschaft Borussia ist, die ja zumindest dem nationalkonservativen Spektrum zuzuordnen ist. Und damit ist sie schon im bemäßigten Feld der was auch immer Schaften. Büges Gotia ist da ja noch ein ganz anderes Kaliber. Wenn Goten auf irgendeiner Veranstaltung auftauchen, ist das Horst-Wessel-Lied nicht weit. Es erschallt Deutschland, Deutschland über alles. Da muss man schon wirklich blind sein, und zwar auf dem rechten Auge, um das nicht zu sehen. Immer wieder treten in den Verbindungshäusern Angehörige der neuen Rechten oder gestandene Rechtsradikale auf und halten Vorträge, diskutieren oder saufen einfach mit. Und während der Berliner Verfassungsschutz den Mieten- und Fluglärm kriminalisiert, deutscheln die Burschen weiter unbeobachtet herum. Es wird gehetzt gegen Migrantinnen, Linke, Europa und so ziemlich alles, was nicht ihrem Bild von einer weißen deutschen Gesellschaft entspricht. Leider hat ja mein geschätzter Kollege Tasch nur nach Verbindungen der Burschenschaft zur NPD und verschiedenen Organisationen der neuen Rechten gefragt. Es würde mich sehr interessieren, welche Verbindungen es in die Parteien gibt, die hier im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Da muss ich selbstverständlich an die Christliche Burschenunion denken. Dass aus dieser Richtung keine Aufklärung zu erwarten ist, verwundert nur wenig. Und von Herrn Juhnke, jetzt sitzt er leider hinter mir, dann kann er gar nicht antworten, wüsste ich nämlich tatsächlich noch sehr gerne, er tritt ja bekanntlich auch gerne bei rechten Burschenschaften auf, und sagt dann hinterher, er hätte nicht gewusst, dass es sich um Rechtsradikale handelt. Herr Juhnke, was ist eigentlich aus Ihrem über die BZ angekündigten Empörungsschreiben an die Teutonia zu Würzburg geworden? Haben Ihnen die Herren geantwortet oder war das nur eine Zeitungsente? Bei den Verfilzungen dieser Vereinigung mit der Politik verwundert es nicht, dass die Burschen seit zig Jahren allesamt die Gemeinnützigkeit zuerkannt haben, was bedeutet, dass diese völkisch-nationale Hetze auch noch steuerfrei betrieben wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Offenbar hackt ein Bursche dem anderen kein Auge aus, Herr Henkel. Ich bedanke mich.